Jawohl, Let's Plays da sind. Ja, ein neuer Morgen ist angebrochen. Und ich bin immer noch total fertig von der letzten Folge. Immerhin haben wir... Also die Bananen... ihr habt Durst! Ich hab Durst! Was? Oh, lecker. Gut. Oh. Lecker. Oh, Bananen. Wie viele Bananen kann ein Mensch essen? Ich sage mal so, noch zwei Bananen bin ich voll. Auch in der Wüste. Ich weiß es denn gar nicht. Bananen in der Wüste. Bananen haben ja... da komme ich nicht durch. Haben ja ein gewisses Maß an Flüssigkeit. Aber reichert das? Ich meine, eine Mango, die ist saftig, da ist sicher. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich in der Wüste unterwegs bin, ich würde alles fressen. Ja, alles. Ich hätte mir das letzte Mal war sogar ein Bett da irgendwo. Aber ganz ehrlich gesagt, nein, ich glaube, mehr ist hier nicht. Wäre es wirklich ratsam, alles zu essen? Weil... Hör zu! Wenn ich mir das so anschaue, dann... Also es ist so, wenn ich sowas wie Mangos oder irgendwas... Flache Komponente... Habe ich das schon? Ja. Ah, drei. Okay. Lass ich mal einreden. Solange ich nur eine von der habe, nutzt man das andere zwar gar nichts, aber hey. Ja. Ach so. Ich habe keinen Platz mehr. Es tut mir jetzt in der Seele weh, was ich jetzt dann tue, aber vielleicht liegt es noch einmal da. wo war der stehen geblieben? Ah ja. Wenn ich jetzt so in der Wüste wäre, also wenn ich daheim Mangos, Früchte oder irgendwas esse, egal was für welche jetzt, dann einfach nur Früchte. Und ich krieg daraufhin so einen Durst. Danach könnt ihr wirklich haufenweise trinken. Also es ist wunderbar in gewissen Momenten. Es ist zwar am Anfang wunderbar durstlöschend und alles. Ich liebe auch Fruchtsäfte, so richtige Fruchtsäfte, so frisch gepresste Fruchtsäfte, ja? Ohne Frage. Yeah, Baby! Also wirklich ohne Frage, ich liebe so etwas. Aber... Schön wegbleiben. Ich bekomme wirklich, ich muss den mit Wasser, also wenn ich... Wirklich mal, ich mache mir das wirklich selber, ich presse mir Fruchtsäfte aus, mache mir so Smoothies. Aber bei Smoothies auch. Immer mit Wasser verdünnen. Sonst könnte ich den nicht trinken. Sie sind einmal Pixies, was da schon wirklich... Und dabei mag ich es. Also so... Der Bauch, ich sag, ja. Ist zwar noch nicht so wütend wie bei manchen anderen, aber er ist schon da. Ein kleiner Kuschelbauch. Wir freuen uns. Aber mir klebt dann auch der Mund so richtig zu. Ruhe. Und danach muss ich erst so. Ah, guck mal, einer Schau. Da ist ja nichts mehr. Da ist kein giftiger Nebel mehr. Nö. Da ist er weg und da ist die Höhle, in die will ich rein.
Interessant. Interessant. Ja, also auf jeden Fall. Und da frage ich mich, wenn man jetzt wirklich in der Wüste unterwegs ist, so wie... So wie wir es jetzt dann gerade sind. Und ich würde nehmen Mangos als Bananen. Wobei Bananen gingen ja einigermaßen, weil sie nicht so pixiert sind. Aber könnten wir eigentlich da schon drüber hupfen? Ich schau mal, Vierer. Ich schau mal. Ich bin noch nicht tot! Ja. Ay, Karamba! Diese Viecher bringen mich wortwörtlich wirklich um. Nicht nur in-game. Ja. Also ob das wirklich so gut wäre, wenn man sagt, boah, ja, es ist vielleicht im ersten Moment ein Durstlöscher. This is no way. Ich geh da jetzt runter. Ich pfeif mir nix. Ich hab zwar nicht gespeichert, tut mir leid. Aber ich will das sehen. Und da ist ein richtiger Weg runter. Der ist auch neu. Da war auf jeden Fall schon mal einer unterwegs. Ich glaube aber, dann stimmt der Angriffsplan. Ich hätte nämlich glaubt, da herunten. Ah, da können wir also auf. Dann stimmt aber der Angriffsplan nicht. Ich habe nämlich glaubt, da herüben ist es. Aber das muss dann noch woanders sein. Oder es ist bei dem Gerippe. Ich habe eh noch Zeit. Ich kann mir noch anschauen. Mutti? Das ist aber da. Das ist die... Ich zeige am Bildschirm, ja. Ich kann es leider nicht mit der Maus sagen, das ist die Höhle mit der R. Müssen wir vielleicht das fluten? Das ist dort, wo das Gerippe liegt, also da ungefähr. Da sollte man dann die Fässer platzieren. Das ist da der Weg. Alter Schwede, ich bin schon wieder komplett überfordert. Ja. Also wie gesagt, das war eigentlich meine Frage. Wir schauen jetzt. Die Neige ist einfach zu groß. Ich will zuerst da reinschauen. Da vorne ist dann der Rauch. Ich würde jetzt dann schauen, ob ich da reinkomme. In die Höhle. In die konnten wir nämlich beim letzten Mal noch nicht. Genau, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Ich glaube, wir können hinein. Oder auch nicht. Nein, ich glaube nicht, dass wir hineinkommen. Denn, ja. Die ist noch zu. Heute ist der Angriff. Ah ja, genau, heute ist der Angriff. Macht nix. Bin auf alles vorbereitet. Zu dem Dings schauen wir auch noch. In die Höhle kommen. Hier liegt da. Schleim! Hier liegt der.
Das heißt, ich kann sie zerbomben, die Eier. Nämlich friere gerade jetzt auch ohne Flüssigkeit. Aber so wie es ausschaut, nicht alle. Schauen wir mal. Alte E um entflammbares Öl. Da. Aber ich hab. Gehen wir zurück. Also ich weiß nicht, ob ich alle Eier zerstören muss. Sage ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Das bräuchte eine Aufladung. Ich verliere auch den Ledersack beim entflammbaren Öl. Also, ich schaue mal, ob man das vielleicht anders auch zerstören kann. Ja! Aber macht Mörder-Damage. Nur einmal guckseln. Okay, die Frage ist nämlich, ob ich meinen Speer verliere. Alien-Ei. Probier's nochmal. Okay. Die tauchen einfach so auf. Okay. Hey. Django, gib cool. Also ich glaube, man kann nicht alle Eier zerstören. Da gibt es schon viele. Verdammt viele Eier. Gut. Haben wir das auch gesehen? Nice. Wollte ich eigentlich sehen, man sieht, dass man einige Eier zerstören kann, aber jetzt mit dem flammbaren Öl, das wird nur eine Herausforderung. Also schauen wir mal, ob wir da nicht ein paar mehr kommen müssen, weil ich sag ganz ehrlich, fürs entflammbare Öl brauchen wir das Krokodilfett. Und die ist nicht so leicht zum Kriegen. Das möchte ich mir das einmal anschauen. Das da. Es könnte aber sein, dass man... da wirklich... wie soll ich sagen? Dass das tiefer liegt und durch den Regen, durch die Regenmaschine... Ja, weg hier. Das ist eindeutig... Okay, giftig. Da rennt jetzt sicher gleich die Mutti vorbei. Ja. Ich wollte es einfach mal probieren. Na schön. Gut, wieder was gelernt. Ah, das war Schwefel. Aber vielleicht können wir... Ich hab's. Wir werden uns Kokosgranaten bauen. Die sind leichter. Schwefel und das alles kriege ich leichter wie entflammbares Öl. Das ist es. Das ist die Idee. So. Schauen wir mal. Ich muss da jetzt irgendwie aufkommen. Wieder. Das sollte ein Weg sein. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Geht mir schon langsam die Energie aus.
Das Problem ist, wir haben jetzt dann viel, viel Zeit verplempert. Ich muss was trinken, ja. Gut, ich hab noch. Zum Trinken habe ich auf jeden Fall noch genug. Jawohl. Aufpassen. Nein. Ich nehme lieber was anderes in die Hand. Wie das da. Hui! Nein! Nein! Wow! Knapp. Oh, das war ein zu weiter Sprung. Schaut mein Anzug aus. Den sollte ich vielleicht auch mal wieder ein bisschen aufladen. Bläh. Erledigt. Es geht noch bei einem wichtigen Sprung die Energie aus und wer will das? Ach, das ist diese Oh, nein, 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 nein! Boah! Das kann sehr tödlich sein. Jetzt sind wir aber gleich oben. Schaut gut aus! Oben! Oben! War das früher auch schon so? Ich glaube, da rauf muss ich dann noch. Aufpassen, aufpassen, auf. Da vorne, glaube ich. Ich glaube, da vorne. Wow. Super. So. Oben. Geschafft. Das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Ja. Das schaut auf jeden Fall gut aus nach einer Explosion. Da dürften sie den ersten schon erwischt haben. Da oben möchte ich auch einmal. Aber nicht auf dieser Expedition. Jetzt schauen wir mal, dass wir zurückkommen. Wir haben einiges zu bauen. Da haben wir einiges zu bauen. Da muss gebaut werden. Und jetzt probieren wir halt einmal, dass wir das auch irgendwie schaffen, dass wir zurückkommen. Das Problem ist, genau da dahinter war er schon. Da dahinter ist schon der Durchgang. Jetzt sieht das aus. Jetzt sieht das aus. Nein, ist er nicht. Falsch. Mein Fehler. Nein. Solange ich nah genug am Felsen bleibt, geht's. Komm schon, komm schon. Ich pack mich da hoch. Ich pack mich da echt hoch. Ja. Ich hab mich hochgepackt. Oh. Freunde, ich hab's geschafft. Oh. Hallo? Oh. Das ist nicht absolut nicht meins. Das Spiel ist nicht für Jump and Run ausgelegt und es wird dunkel. Geschafft. Alter Schwede. Das war jetzt aber mehr Klick wie Verstand. Ah, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ich müsste eigentlich dort um. Das war das, wo ich umgesprungen, glaube ich, bin von der Oase weg. Gell? Aber da komme ich ja nie hin. Da komme ich ja nie zurück. Verdammt. Und jetzt?
Ich habe mal einen Versuch gemacht, dass da bin ich glaube ich da direkt umgesprungen. Von da drüben aber weg. Shit. Ich hätte da drüben bleiben sollen. Probieren wir's. Ist doch scheißegal. Zur Not laden wir halt alles neu. Nein, auf keinen Fall. Da, bevor ich da was dann noch durchspringe. Oh. Bin ich drauf? Nein, 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 nein. Oh. Wir sind unten. Scheiße. Noch ein Versuch. Ich will doch nur zurück. Nach Hause. Ja, jetzt gibt's das auch. Das ist aber schon verdammt hoch. Gut, so geht's. Das ist doch nicht wahr. Das Problem ist nämlich, wenn man dann auf diesen Alpha-Wänden so dahin glitscht, wie ist da teilweise du? Noch einmal oben. Ein neuer Versuch. Das Problem ist, ich schaue eigentlich. Weg hier. Da vorne. Okay, die vergraben sich gleich wieder. No problemo. Böse, böse. Hier. Hier muss ich rundherum. Die Frage ist, ist es gescheit von hier oder von da unten? Probieren wir es von da unten. Ich glaube, das ist besser, ja. Ja. Boah, das hätte mir aber jetzt dann fast meine gesamte Lebensenergie gekostet. Ich muss trinken. So. Wo geht's da weiter? Blöde Geschichte. Hier werden wir nicht rüberkommen, oder? Das ist. Boah! Die Alpha-Wand hat mich abgedrängt. Danke, Alpha-Wand. Gut, ich habe hier eigentlich keine Chance, irgendwo hinzukommen. Okay. Ich sag ganz ehrlich, ich versuche jetzt irgendwie nochmal. Hallo? Ich sage, hier werden wir dann. Reste der Explosion. Drücke E, um Pulverfass zu platzieren. Ja. Hier. Hier kommen die Pulverfässer. Die Frage ist, muss ich da gewisses Timing abwarten? Ja, dann werde ich mir sicherlich einen guten Speicherpunkt machen. Wir haben die Wüste nicht überlebt. Ja, Freunde, mir ist das sowieso alles egal, weil jetzt wache ich sowieso in der Oase auf. Ich würde sagen, in der nächsten Runde werden wir den Weg, gehen wir nicht da entlang, wir haben alles gesehen, gehen wir den Weg retour. Und ja. Schauen uns das dann genauer an. Auf jeden Fall ist es sehr spannend und es scheint einen Schlachtplan zu geben. Also ich freue mich schon
Vielleicht können wir das mit dem Gewehr anzünden, so einschießen, kapuff, puff. Die Pulverfässer. Keine Ahnung, wir werden es noch sehen. In der nächsten Folge werden wir dann direkt zurückgehen, gleich von der Oase zurück nach Hause und haben doch einige Vorbereitungen zu treffen. Ich freue mich schon sehr darauf, ich hoffe ihr auch und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin sage ich einmal vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss mit ü, ciao mit au, servus mit Vogel V.